wir hören ja oft viele Vorwürfe, die Medien würden nicht komplett berichten, sie würden was bewusst auslassen. Einige denken sogar, dass es fremdgesteuert ist oder dass viele Medien sich absprechen, wie sie berichten. Und wenn man sich das genauer anschaut und auch genau weiß, wie die Medien funktionieren, da stellt man schnell fest, das stimmt alles so in der Form nicht. Natürlich kann man nicht über alles berichten. Das geht schon aus Platzgründen, aus Zeitgründen nicht. Da muss man gewichten. Aber ich glaube, Medien müssen viel besser erklären, warum sie wie arbeiten oder wie sie arbeiten und wie sie zu Entscheidungen kommen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also da können sowohl das Publikum als auch die Medien was tun, damit so diese Vorbehalte dann irgendwann mal vielleicht überwunden werden. Ich glaube, einmal müssen Medien noch viel stärker darauf achten, dass sie auf ihr Handwerk achten, also dass sie wirklich konzentrieren, eine gute Arbeit zu machen, dass sie diese auch besser erklären im zweiten und im dritten Schritt auch offener dem Publikum gegenüber sind. Obwohl wir schon im Jahr 2019 sind, 2020 ins Haus steht, gibt es immer noch Medien, die viel mehr senden als auch empfangen. Und ich glaube, da sind auch noch nicht alle Hausaufgaben dann auch erledigt. Auf der anderen Seite braucht man auch eine gewisse Offenheit beim Publikum gegenüber, dass sie dann auch vielleicht mal genauer hinterfragen, wieso ist das eigentlich so? Oder auch eine Frage stellen, wenn sie was beschäftigt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die auf beiden Seiten gelöst werden muss. Ich glaube, damit das Publikum und Medien ineinander sehr stark vertrauen können, da muss man auf jeden Fall aufs Handwerk setzen. Das merkt man immer wieder, dass es dann häufig dann zu Spannungen kommt, wenn dann einfach mal die Qualität vernachlässigt wird. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht eins der Key-Faktoren. Wenn Medien es schaffen, sich dafür zu interessieren, wofür die Menschen sich interessieren, was für sie relevant ist, oder dass sie für sie Lösungen finden, die einfach, wodurch sie die Menschen im Alltag dann auch wirklich bereichert werden, weil es ein Bedürfnis stillt, dann glaube ich, dass da auf jeden Fall auch das Verhältnis verbessert werden kann.